Robert Gorans Hypothese der schwächelnden Innovation und der Gegenwinde ist ein interessanter Erklärungsansatz für das Phänomen der schwachen Wirtschaftsentwicklung in den entwickelten Volkswirtschaften. Schwächelnde Innovation dämpfen den Produktivitätsfortschritt und das Wirtschaftswachstum. Gegenwinde wie die Demografie, die Bildung, die gestiegene Einkommensungleichheit, die Staatsverschuldung sowie die Globalisierung und die Umwelt reduzieren über die Arbeitsproduktivität und das Arbeitsvolumen das Wirtschaftswachstum, beziehungsweise dämpfen über die Einkommensverteilung und das Steuer- und Transfersystem die Entwicklung der verfügbaren Einkommen für große Teile der Bevölkerung. Diese Gegenwinde sind in den USA und Deutschland unterschiedlich stark ausgeprägt und bedeutsam. Für Deutschland sind die Einkommensungleichheit und die Chancenungleichheit sowie die mangelnde soziale Mobilität, die Demografie und die zu geringen öffentlichen Investitionen Gegenwinde für das Produktivitäts- und das Wirtschaftswachstum. Allein das Bildungs- und Ausbildungssystem dürfte ein positiver Faktor sein. Die Wirtschaftspolitik kann diesen Gegenwinden entgegenwirken. Durch richtige Impulse und Weichenstellungen kann die deutsche Wirtschaft auf einen nachhaltigen Wachstumspfad gebracht werden.